Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu DLC Quest. In der letzten Folge haben wir die Story von DLC Quest beendet. Und jetzt kommt noch Life Freemium or Die. Das ist noch irgendeine Kampagne. Ich hoffe mal, die geht mindestens eine Viertelstunde. Willkommen zu DLC Quest Life Freemium or Die. Danke, dass du dieses Spiel gekauft hast. Die Dia Edition. Du hast Early Access zu den folgenden Abilities, Moving and Jumping Audio, Animating, Pausing. Geil! Wow! Wir können schon laufen, haben Audio und können pausieren, ohne dafür ein DLC kaufen zu müssen. Wow, das ist mal Fortschritt. Geil. Gut, dass wir die Freemium Edition gekauft haben. Mister! Du musst uns helfen! Oder sie müssen uns helfen. Was ist es? Ich meine, was ist das Problem? Irgendwas attackiert die Dorfbewohner in der Nacht. Komm schon, folge mir. Lass es uns tun. Oh, bitte lass es uns tun. Ja, Roy. Warte, sei langsamer. Oh, und er hat sich selber umgebracht. Nein. Wie viele müssen sterben? Um die Spielmechaniken zu beigebracht bringen tun. Weiß auch rüber, wir wissen, wie wir hüpfen. Und wir sind toll im Hüpfen. Nicht so wie Roy. Auch mal ein Roy. Naja, jetzt kann er wenigstens in der Nacht nicht mehr angegriffen werden. Wir haben ihn beschützt. Was haben wir hier für ein DLC? Wow, Partikel. Geil. Ich wollte schon immer mal Partikel haben. Nein, wir haben keinen Double Jump. Was soll ich jetzt nur tun? Ich brauche einen Double Jump. Wo kriege ich diesen Double Jump? Hier ist noch ein Dorfbewohner gestorben. Hier liegt Shepard. Nein! Shepard wurde fast 61 Jahre alt. Der Beschützer der Schafe. Und Beschützer der Wolle? Was auch immer. Okay, Shepard ist also tot. Hier liegt Villager John. Man weiß nicht, wann er geboren wurde, ist aber auch gestorben. Wurde gekillt bei einer Kreatur. Wirklicher Rede. Er hat nicht aufgepasst. Hier liegt Dorfbewohner Ryan. Er hat versucht, die Kreaturen zu besiegen. Aber er ist aus dummem Schaden raus gestorben. Tja. Naja, du hast eine Idee bekommen. Viele Dorfbewohner sind halt hier gestorben. Okay, ja, habe ich verstanden. Danke, tschüss. Ich habe nicht mal ein Schwert, fällt mir gerade auf. Ich brauche aber noch ein Schwert. Ein Loading Screen, denn ernst? Day One Patch Pack. Ja, wir haben Day One Patch Pack. Geil. Okay, da kommen wir nicht durch. Was ist das hier? Man weiß es nicht. Ein Checkpoint. Okay, geil. Können wir allerdings noch nicht benutzen, weil wir das DLC dafür nicht haben. Mensch. Die. Wer bist du? Du lebst noch, Cliff. Cliff, hi. Oh, ich bin so froh, dass du noch lebst. Hallo, ich bin ein Stadthistoriker. Ich hab das Zensus getaken. Was? Jobs sind einfacher geworden. Mit all diesen mysteriösen Mördern. Hey. Silberlinig, richtig? Was? Ach übrigens, wusstest du, dass 75 der Dorfbewohner von England kommen? Ein 75% oder mehr von diesem Spiel ist auch aus England. Das ist eine wirklich, mein Englisch ist gerade scheiße, es ist aber auch spät. That's a really weird thing to point out. Das ist eine wirklich komische Sache. Aha. Er kriegt dafür Geld, so. Oder so. Tex heißt er eigentlich. Hi, Shopkeeper. So, was hast du denn? Hallo, Spieler. Bist du hier, um den Tag wieder mal zu retten? Naja, weißt du... Du weißt schon. Kauf einige DLCs. Ach, übrigens, das hier und was schon wieder. Improve loading times with some optimizations we didn't think were important enough to delay the game's launch. Good thing you have an internet connection.
Richtig. Okay. Müssen wir nicht so lange warten. Und Partikel. Partikel sind geil. Oh, geil. Wenn wir jetzt laufen, haben wir Partikel hinter uns. Wow. Das brauchten wir. Was bist du für einer? Despite the great danger our village is in, I cannot let you pass until you talk to our Major. Das ist doch verrückt. Lass mich einfach gehen und diese Monster finden. Nein, du darfst nicht. Und versuch nicht mal über mich rüber zu hüpfen. Weil es wird nicht funktionieren. Auch wenn es so aussieht, als wenn du es auf jeden Fall tun solltest. Du kannst es nicht. Huch. Ich kann es ja wirklich nicht. Oh Gott, eine unsichtbare Wand. Boah, wusste er, dass das nicht geht. Er ist ein Zauberer, Harry. Er ist ein Zauberer. Okay, dafür brauchen wir einen Double Jump, glaube ich mal. Ey, wo waren wir denn noch nicht? Oh, hallo, du siehst aus wie ein Nerd. It's dangerous to go alone. Take this. Nehme was? Du hast mir nichts gegeben. Oh, ich habe noch einen Witz erzählt. I'm Lamp, the Town Comedian. Ich bin Lampe. Der Stadtcomedian. Das ist kein Witz. Du hast einfach nur Things you've heard and calling them so. Du sprichst einfach nur Sachen aus, die du irgendwo gehört hast und nennst die Witze. Es bringt Lachen. Drei Time. Alle drei Male, was weiß ich. Scheiß Englisch. Oh Gott. Mein Englisch muss improved werden. Bla 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 bla. Dich kenne ich schon, danke. Hast du irgendwas Neues für mich? Nö. Wo muss ich hin? Ich bin überfragt. Ich brauche eine Map. Oh. Ein Checkpoint. Geilo. Können wir da irgendwie durch? Nö. Toll, und was mache ich jetzt? Wir waren doch schon überall. Oder ging es hier noch irgendwo nach unten? Da oben kommen wir nicht hin, so wie ich das sehe. Der lässt uns nicht vorbei. Wo ist denn der Major? Ich habe keine Ahnung. Nee, jetzt mal ehrlich, wo muss ich hin? Scheiße. Da oben ist der Major. Wie komme ich da hin? Achso, einfach hinhüpfen. Ja, gut. Das ist ja zu einfach. Hüpf. Hi. Ich bin der Älteste von diesem Dorf. Es ist ein weiser alter Mann. Gut. Ich hab nach dir gesucht. Oh, I'm not in charge, but you're the village elder. Du bist der Älteste. Das ist, wie es immer arbeitet. Ich bin unglaublich senil. Sie lassen mich nicht mal meine eigenen Schuhe zubinden. Wie bin ich hierher gekommen? Okay, das ist genug. Ich geh weg. Wie bin ich hierher gekommen? Bist du der Major? Ich bin der mittelalterliche Mann, im mittleren Alter von dem Dorf. Ich habe sehr viel Erfahrung. Und jetzt, bla bla, was auch immer. Das macht eine Menge Sinn. Kannst du mir sagen, was hier abgeht? Ich habe gehört, euer Dorf ist in Gefahr. Ja! Naja, nein! Ich meine, ja, das Gefahr ist in Gefahr. Aber nein, ich kann es dir nicht sagen. Warum nicht? Ich muss erst irgendwas bekommen von dir, damit ich es dir sagen kann. Was? Dein Dorf ist in Gefahr und du möchtest es herauszögern? Alter, dieses Englisch übersetzen, das ist voll anstrengend. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist wichtig, dass das Paket angeht. Finde es im Westen, in irgendeinem Cave. In irgendeiner Höhle. Okay, ich finde dein DLC-Pack und dann ist alles toll. Also der alte Mann war kein Major, dafür war aber der mittelalterliche Mann. Also der Mann, der im mittleren Alter war. Der Major. Und Major heißt Bürgermeister, richtig. Ach, du lässt mich durchgehen. Tut mir leid, dass ich früher in deinem Weg war. Ich tue hier einfach nur meinen Job. Wie heißt du nochmal? Edgardo.
Edgardo. Ja, genau, okay, gut, ja. Der sieht mir nach Secret aus. Da ist ein DLC. Ja, wir haben das DLC gefunden. Was für ein DLC? Incredibly Important Pack. Okay, es ist ein sehr wichtiges Pack. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück, das ganze Weg zurücklaufen. Wow. Können wir das jetzt beim Shopkeeper kaufen oder müssen wir wieder zu dem Major gehen? Hallo Spieler, bla bla, Important Pack. Das wirklich wichtige Pack kann nicht... Hä, kann es sein, without first betraying this... Was? Ein sehr wichtiges Pack haben wir bekommen. Was da wohl drin ist, man weiß es nicht. Wir reden mal mit dem geilen Bürgermeister darüber. Vielleicht weiß der ja mehr. Herr Bürgermeister. Ah, genau, viel besser. Jetzt kann ich dich warnen über die schreckliche Danger. Ja. Warte. What was this whole important package thing about? Naja. Der kolorierte Text natürlich. Wie sollte ich dir sagen, dass es so wichtig ist ohne diese Farben? Get on with it. Da sind gefährliche Kreaturen im Osten vom Dorf. Sie haben viele Dorfbewohner getötet, was erklärt, warum wir nur noch so wenig hier sind. Ich weiß. Ja, okay. Ich muss einfach nach rechts, er gibt mir jetzt ein Schwert und damit kann ich die Vines kaputt machen. Hoffentlich finde ich irgendwas. Blablub. Everyone get this one. Okay, danke für das Schwert. Ach Gott. So viel Text. Und da ist auch noch alles auf Englisch hier. Egal. Also, wir gehen erstmal nach links, weil da waren ja auch welche. Und dann können wir auch nochmal den Checkpoint benutzen. Danke. Und ich entschuldige mich nochmal für mein schlechtes Englisch. Aber ich versuche mein Bestes. Oh, eine Cave-Zone. Walljump-Pack. Springe gegen die Wand, dann springe nochmal. Natürlich nur, wenn du das DLC dafür hast. Okay, kaufen wir uns das DLC. So. Nein, ich kann es mir nicht leisten. Oh Gott. Das schaffe ich noch in dieser Folge. Das schaffe ich noch. Diese Story gefällt mir sogar besser als die alte. Shit, ich muss da nochmal hoch. Nein, was mache ich denn jetzt? Hallo, Savepoint? Oh Gott. Oh Gott, wir werden sterben. Danke. Wow, mir fehlt genau eine Münze. Geil, Schmackiko. Schmattikatiko. Kriege ich jetzt eine Münze her? Was jetzt passiert, wenn wir sterben? Eigentlich müsste man die Todesanimation sich nochmal angucken, oder? Egal, irgendwann sterben wir sowieso. Früher oder später. Das war so klar. Nein, das muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Aber wir behalten unsere Münzen. Gut zu wissen. Und wir haben die Dead-Animation gesehen. Ich bin natürlich mit Absicht da gestorben. Nur damit ihr die Dead-Animation sehen könnt. So, da komme ich nicht lang. Willst du dich doch verarschen? Nein, ich komme da nicht rüber. Wie soll das gehen? Okay. Perfekto Busto. Hallo Checkpoint. Hallo Geld. Hallo DLC. Health Bar. Oh ja, eine Health Bar wäre ganz schön. Dann sterben wir vielleicht nicht beim ersten Mal. Beim ersten Treffer. Da kommen wir nicht hoch, weil wir noch keinen Walljump haben. Dann sterben wir wieder. Hier haben wir noch ein DLC. Was für eins? Parallax Pack. Okay. Ist dann im Hintergrund irgendwas? Das wäre ja ganz nice. So, wir müssen auf jeden Fall hier nochmal zurück, leider, weil da noch ein bisschen Geld ist. Aber erstmal kaufen wir uns jetzt den Walljump. Wo bist du, Shopkeeper? Hi. Okay, Walljump, gib mir das Leben. Und was macht das? Die Hard Graphics Fans Rejoice. Patriotic Scrolling Moves, the Backward Layers. Oh, geil. Ja, wir haben einen Hintergrund und vier Leben, die viel zu groß sind. Geil. Okay, und mit diesen DLCs würde ich dann sagen,
war es das auch erstmal für diese Folge. Die war jetzt ziemlich textlastig, was mir leid tut, vor allem bei meinem komischen Englisch. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben auf jeden Fall einige DLCs wieder freigeschalten. Und dann würde ich sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Würde mich über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.